Jö, Tag 71, was wollen wir machen? Wir wollen, haben wir Samen irgendwo? Ich hätte ganz gerne neue Samen in Feldern. Nö, haben wir keine. Wir wollen aber auf jeden Fall mehr Holz hacken, ganz viel mehr Holz hacken, damit wir endlich unseren Bienenstock bauen können. Das sieht doch gut aus hier oben. Nebenbei halten wir halt noch ein Auge offen auf die ganzen Samen, die rumliegen. Und dann würde ich ganz gerne den Imkerhut auch schon mal erforschen. Die Punkte haben wir ja gerade. Damit wir nachher nicht ein riesiges Chaos haben. Und wenn wir... Ich hätte gerade schwimmen können, das wäre ein Wolf gewesen. Also ja, dass wir nicht so ein riesiges Chaos haben, dass wenn die Wölfe irgendwann kommen sollten, dass wir dann genau zu dem Zeitpunkt von einer Horde Bienen überfallen werden und daran sterben. Das wäre nicht so gut. Allgemein, was Hüte angeht, wurde mir jetzt schon sehr häufig gesagt, dass du doch bitte mal so einen Footballhelm bauen sollst. Ja, das machen wir auch gleich. Aber erstmal Holz hacken. So. Und als ich gerade das Spiel gestartet habe, habe ich auch gesehen, dass der Patch bald kommt. Also da steht Next Build Imminent. Also heute irgendwann im Laufe des Tages müsste darauf kommen. Mal gucken, was da noch so für Überraschungen auf uns warten. So, und dich scheuche ich mal weg. Dober. Ja, keine Samen. Schade. So, wie viel Holz haben wir jetzt schon? 19 Blöcke. Das müsste auf jeden Fall für die Hütte reichen. Aber wo wir gerade dabei sind, können wir noch ein paar mehr sammeln. Wir brauchen zwar kein Feuerholz, da haben wir noch genug Kohle. Aber allgemein kann man Holz hier immer gebrauchen. So, wann muss ich dich wegjagen, damit du Samen da lässt? Das war der falsche Moment. Was mit dir? Du fliegst so schon weg. Ja, das muss ich mal ein bisschen näher betrachten. Es gibt bestimmt irgendeine Animation, auf die man warten muss, damit sie Samen da lassen. Oder auch nicht. Na, jetzt klauen die mir die Samen. Definitiv keine so gute Idee, die Schweine so nah an die Basis ranzusetzen. Na gut. Gas nehmen wir noch ein bisschen mit, auch wenn wir jetzt schon einen vollen Stack haben. Dünger braucht kein Feld. So, wo war der eine Samen? Da ist der eine Samen. Der kann da rein. So, wir würden gerne forschen. Hüte. Ein Beekeeper-Head braucht 8 Seide und ein Seil. Haben wir noch Seide? Ja, haben wir. Und wir haben mehr als genug Gras für Seile. So, also hätten wir jetzt gerne Hut, ein Beekeeper-Head und den bauen wir auch gleich. Zip. Sieht ja sehr cool aus. So, das ganze Monsterfleisch kann in die nächste Truhe rein. Die Federn können auch gleich weg. Die Tanzapfen kommen da mal mit rein. Bretter. Wir brauchten wie viele Bretter für die Bienen? Wo waren die Bienen überhaupt? Hier. Ah, nur 2. Also einmal noch Bretter bauen. Beebox müssen wir erstmal noch erforschen. Und den Rest können wir schon mal aus den Kisten rausholen. Also einmal das. Und die nervigen Bienen. So, wir hätten gerne eine Beebox. Das Ding können wir jetzt bauen. Aber wie gesagt, etwas weiter weg von unserem Lager. Ich brauche nicht das ganze Summengeräusch. So, bauen wir mal hier hin. Beebox. Anschauen. Bienen. Da ist eben gerade eine Biene weggeflogen. Und was genau bringt uns das jetzt? Ich hoffe mal, das Ding produziert mit der Zeit einfach so Honig. Lass uns erstmal in Ruhe. So, Samen können wir auch noch ein paar mitnehmen. Mehr Quatsch, Beeren. Die Büsche auch gleich wieder düngen. So, dich nehmen wir auch mit. Und oh, ganz viele Beeren. Dann kommen wir doch langsam wieder auf einen grünen Zweig, was unsere Nahrung angeht. Das war ja teilweise recht chaotisch, mit dem ganzen Rumgelaufe. So. Gras können wir erstmal ignorieren. Du kommst damit drauf. So, den Hut. Den würde ich gerne weiterverarbeiten zu einem Miner-Head. Für den Miner-Head brauchten wir Beekeeper-Head, Taper-Vest,
Oh, es wird spät. Ja, es wird spät. Trotzdem würde ich ganz kurz gucken, wo der Miner Head geblieben ist. Da, ein Gold, ein... Und das Ding ist vollkommen im Weg. Also ein Gold und eine Firefly brauchen wir noch für den Miner Head. Weil der ist doch ganz praktisch zu haben. Falls wir mal nachts von Wölfen angegriffen werden oder so zum Beispiel. Wir hätten gerne ein Goldnugget. Wir hätten gerne die Kohle. Und zwar davon 1, 2, 3, da anscheinend was geändert wurde an den Feuerwerten. Und bevor Wilson noch tierisch rumkrummelt, kriegt er was zu essen. Auch wenn es erstmal nur Beeren sind. Denn das Fleisch würde ich ganz gerne behalten, um eventuell ein, zwei Schweine wieder aus dem Lager rauszulocken. Denn wir wollen ja immer noch unsere zweite Fleischstatue bauen. Nur so für den Notfall. So. So. Kochen. Und es wird dunkel. Ja, lass es dunkel werden. Ist schon in Ordnung. Falle wieder aufstellen. Falle wieder aufstellen. Noch mehr Fleisch kochen. Und wir sollten mit meinem Speer in die Hand nehmen. Auch wenn ich kein Wolfsgeheul gehört habe. Man weiß ja nie. So, die beiden Büsche da könnten noch gedüngt werden. Auch wenn die Bären nicht ganz so viel bringen, jetzt wo diese Truthahne wieder auftauchen. Die sind schon ziemlich nervig. Ah, okay. Der Dünger bringt jetzt echt mehr. Das hatte ich im Forum gelesen, aber wollte es nicht so wirklich glauben. Wenn man jetzt von Hand irgendwas düngt, braucht es wohl nur noch ein, zwei Dünger, bis es fertig ist. Vorher braucht man ja richtig viel. Na, was haben wir da? Ein Kürbis, noch ein Kürbis und eine doofe Karotte. Die wird gleich verkocht. 89, 100. Sehr schön. Wir brauchten noch eine Firefly. Fireflies, eine. Miner Head. Sehr schön. Den sollten wir eigentlich im Inventar lassen, aber da habe ich immer so viel Zeug. Kürbisse können auf jeden Fall hier bleiben. Eine Rüstung kann auch irgendwo hier bleiben. Federn kann auch zurück. Da sind die roten Federn. Da ist der Stinger. Was brauchen wir für das Blasrohr? Ein Stinger. Eine schwarze Feder. Eine schwarze Feder. Und Papyrus. Papyrus können wir noch gar nicht herstellen, oder? Papyrus, nein. Klick. Braucht Reeds. Oh, die gab es, glaube ich, nur im Sumpf. Das könnte ein Problem sein. Also können wir die Sachen alle erstmal wieder zurücklegen. Denn so schnell wollte ich nicht wieder in den Sumpf. So. So. Die stacken wir auch mal wieder ein. Die packen wir da gleich wieder rein. Was ist jetzt unser nächstes Ziel? Also, Essen ist zwar inzwischen okay, aber immer noch nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Das Feuer hat echt die ganze Nacht gehalten mit nur zwei, drei Stücken Kohle. Das ist ja schick. Jetzt wollen wir aber erstmal wieder ein Schwein umbringen. Um dann das gute Fleisch zu haben für die zweite Fleischstatue. Und dann den Footballhelm auch noch herstellen. Da ist eine Biene. Wir haben jetzt schon zwei Bienen in der Nähe. Und einen Hasen. Ja, ein Hase. So, du stirbst jetzt. Ein Fleisch, sehr gut. Oder müssen wir die Bienen jetzt umbringen? Greif mal dich an. Honig. Okay. Ich hoffe mal, dass die respawnen. Sonst haben wir ein Problem. Vielleicht kann man die ja manuell nachlegen oder so. Na gut, erstmal schneiden wir uns das Kaninchen da oben noch. Du, stirb. Zack. So, da oben ist noch eine Biene und da ist schon wieder eine Biene. Also anscheinend respawnen die wirklich. Sehr schön. Und der Honig hat tierisch viele Lebenspunkte oder Hunger gegeben. Eins von beiden, weiß ich jetzt nicht mehr. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt einfach alle Bienen immer wieder umbringen. Und gucken, wie schnell die respawnen. Oh. Ich habe gerade einen Schmetterling umgebracht.
Ups, das wollte ich nicht wirklich. Was machen wir jetzt mit dem Schmetterling? Das tun wir mal damit drauf, das schmeißen wir mal weg. Und dich gucken wir mal an. Es sind Schmetterlingsflügel. Und wenn man mit Shift draufklickt, sagt er, ohne diese ist es nur ein Schmetter. Also, okay, der Witz geht in der Übersetzung verloren. Weil das heißt halt Butterfly. Und ohne Flügel ist es dann nur Butter. Tada, Wortwitz. So, aber was machen wir damit? Ich guck mal, wenn ich erforschen kann. Wir sind bei 174. Bringt 8 Forschungspunkte. Ist jetzt nicht so die Welt. Haben wir noch irgendwo ein Netz? Nein, haben wir nicht. Das sollten wir also auch noch bauen. Werkzeug? Wo war das Netz? Ah, und die goldene Schaufel und die goldene Pickaxe und allgemein wollten wir noch sehr viel erforschen. Ja. Und der Footballhelm. Oh, den können wir jetzt schnell machen. Ein Seil und ein Pigskin. Das ist ja echt nicht viel. Ein Seil. Das Feuer brennt übrigens immer noch. Und ein Pigskin. Da, ein Pigskin. Du kommst da rein, du kommst da rein. Die Seile kann auch wieder zurück. So. Wo haben wir das Monsterfleisch? Das ist das gekochte Monsterfleisch. Dann kommt hier das rohe Monsterfleisch rein. Helm bauen. Footballhelm. So, der soll jetzt wie eine Rüstung funktionieren, aber wir haben den Hauptslot dann immer noch frei, also den Backpack. Also nur für den Fall, dass zwischendurch uns irgendwas angreift. Und wenn die Wölfe kommen, können wir dann zusätzlich auch noch die Rüstung anziehen. Also doppelt, dreifach überhaupt gesichert. Zumal wir eben noch die Fleischstatue haben. Also ja, wir dürften nicht mehr sterben können. So, ich glaube, ich bringe das Schweinchen hier auch nochmal um. Ja. Nicht nach Hause laufen, komm. Bleib hier. Doofes Schwein. Ja, na also. Sehr schön. Ein Fleisch. Noch ein Fleisch. Und irgendwie sind die schwächer geworden, kann das sein? Die sterben nach einem, zwei Schlägen. Also anscheinend können wir das ganze Schweinedorf jetzt jeden Tag ausrotten. Ist ja auch ein bisschen komisch. Vorher habe ich mir immer extra die Mühe gemacht, die einzeln rauszulocken. Was für eine Zeitverschwendung. Na gut. Wir brauchen ein neues Feuer. Wir probieren es diesmal mit 2 Stück Kohle. Gucken, wie weit wir damit kommen. Das wird alles verkocht. Bitte nicht gegessen, Wilson. Das Fleisch brauchen wir für was anderes. Der eine Seed kommt da rein. Dünger braucht keiner hier. Kann also einfach irgendwo hin. Die Falle sollten wir auch noch aufstellen. Die doofen Federn. Ich sollte echt aufhören, die Federn aufzuheben. Aber das macht er immer automatisch, sobald man so ein Ding da öffnet. Bisschen ärgerlich. Aber na gut, den Imkerhelm tun wir hier erstmal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn überhaupt brauchen. Also er schützt wohl gegen die Bienenangriffe. Aber selbst wenn die Bienen uns mal treffen, machen sie gar nicht so viel Schaden. Und es ist ein Slot weniger. Das ist schon mal gut so. Also das Fleisch brauchen wir. Das Fleisch brauchen wir nicht mehr wirklich. Aber ich würde trotzdem ungerne Fleisch essen, wenn wir nicht was anderes als alternative Quelle haben. Wie zum Beispiel die Bären da. Das reicht doch für Wilson. 3 gekochte Bären. So. 1, 2, 3. Und Kochtopf war auch noch wichtig. Wir brauchen dafür 3 geschliffene Steine und 6 Kohle. Wir haben nicht genug geschliffene Steine. Das können wir ändern. 1, 2. So. Die Kohle haben wir auch. Ein Kochtopf. Davon hätte ich gerne mehrere. Die könnten wir hier oben über der Farm... Nee. Irgendwie brauchen die jetzt tierisch viel Platz. Das ist extrem nervig. Hier irgendwo. Nee, also einen können wir dahin tun.
So, da schmeißen wir das ganze Monsterfleisch jetzt mal rein. So. 1, 2, 3, 4. Kochen. Dann holen wir uns nochmal Steine. Stellen nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 davon her. Genug Kohle haben wir immer noch. Und genug Zweige sowieso. Also können wir den nächsten Topf bauen. Der passt hier aber leider nirgendwo hin. Also kommt er da neben das Feuer. So, und da kommt ebenfalls nur Monsterfleisch rein. Kochen. Nächster Topf. Ich würde die echt gerne alle einigermaßen in denselben Bereich stellen, aber hier will er nirgends. Ah, da. Sehr gut. Und nächster Topf voll mit Monsterfleisch. Sehr schön.